willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play auf diesem meinem Kanal, SuperHomer65. Ja, und wer sich fragt, wo dieser Name herkommt, SuperHomer65, ja, die habe ich kreiert, weil ich, Homer kommt natürlich von den Simpsons, von Homer Simpson natürlich, ich liebe Homer Simpson. Ich liebe die Fernsehserie, die Simpsons, und wie gesagt, Homer Simpson besonders. Und Super Homer, natürlich der Super Homer. Und 65, ja, eigentlich wollte ich 64 nehmen, als Anspielung auf das Nintendo 64. Einer meiner liebsten Konsolen. Und ja, die war schon vergeben, also habe ich 65 genommen, einen weiter. Nur mal kurz dazu, ja. Ein neues Let's Play auf diesem Kanal, und zwar geht die Prime, die Metroid-Reihe weiter in chronologischer Reihenfolge. Wie gesagt, auf Teil 2 werdet ihr wahrscheinlich vorläufig verzichten müssen, oder wahrscheinlich verzichten müssen, weil ich, wie gesagt, keine Möglichkeit habe, vom 3DS zu capturen. Das Original, ja, war jetzt nicht so mein Ding. Das Original Teil 1 werde ich auch nicht spielen, weil es auch nicht so meins ist. Es ist mir zu schwierig und umständlich, weil es halt keine Karte gibt und halt die Bewegung Dinge noch nicht so waren wie heutzutage und so. Darum werde ich das nicht spielen. Aber in chronologischer Reihenfolge nach Metroid Zero Mission kommt ja die Prime-Reihe, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Und auch alle drei Spiele inzwischen schon etliche Male durchgespielt habe. Hier, wie ihr seht, bin ich gerade dabei, den zweiten Teil zu spielen auf diesem Spielstand. 45% gerade mal und schon über 7 Stunden gespielt. Ja, wie ihr seht, hier habe ich einen Spielstand mit 10 Stunden, 10,5 Stunden für die ersten Teile, fast 12 Stunden für den dritten. Das nur deswegen natürlich, weil ich überall 100% der Scans auch gemacht habe. Und ich werde einen Spielstand nehmen, auf den ich schon alle Scans habe. Meine Freunde, wir werden schon mal anfangen mit Laden und so. Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass ich nicht irgendwas vergesse zu scannen. Und ich möchte euch doch wenigstens in den Einträgen alles zeigen können. Und wir beginnen natürlich mit Prime 1. Spielbeginn. Und ich werde übrigens ja hier normal, wie gesagt, den Hyper-Modus schaltet man frei, wenn man das Spiel auf normal oder Veteran durchspielt. Und der ist wirklich sehr, sehr schwer. Veteran würde ich mir zur Not vielleicht zutrauen, aber wir werden auch normal spielen, das reicht völlig aus. Und ich werde, und ja, bei der Prime-Trilogie, das ist natürlich die Trilogie, die ihr hier seht, für die Nintendo Wii erschienen damals. Und hier sehen wir, wenn wir das die auswählen, Spielbeginn immer, welchen Anzug Samus gerade trägt im jeweiligen Spiel. Das heißt, bei 3 und 2 und 3 werden die anders aussehen. Ja, gut, ihr könnt es, habt es jetzt selber gesehen, wahrscheinlich kann ich sowieso nicht mitlesen. Die Einführung kurz. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Jawohl, meine Freunde. Wir schreiben ein neues Kapitel mit Samus Aran. Ja, das war damals ihr Einstand auf dem GameCube. Auf der N64 gab es keinen Metroid. Aber dafür auf den GameCube, und das hat alle in ihren Bann geschlagen. Auch ich habe es mir damals gleich gekauft, obwohl ich nicht wusste, was mich erwarten wird. Aber ich habe gedacht, wie gesagt, ich kannte Super Metroid und
so weiter und auch die Gameboy-Teile. Und ja, wie ihr seht, Samus trägt den Fusion-Suit, den man im Original auf den GameCube damals freischalten konnte, wenn man Metroid Fusion auf dem GBA hatte, natürlich einen GBA hatte und ein Kabel, mit dem man den GBA mit dem GameCube verbinden konnte. Und ja, hier schießen, ja, Tutorial ein bisschen. Ich habe das so eingestellt, dass auch mit Anvisieren mein Steuerkreuz trotzdem bewegbar bleibt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, wir können im Moment, wir können schon Bomben legen. Wir können lesen hier, was wir im Original nicht konnten. Auf dem Game konnten wir nicht mit dem Ball springen. Das macht man mit der Wii U Fernbedienung oder wie Monte, einfach mal hochlupfen und dann springt sie so. Wir haben auch einen Grapple Beam dabei und Missiles, ja, wir haben 15 Missiles. Ja, hier kommt das Scan schon zum Einsatz. Ja, wie gesagt, den Fusion Suit konnte man halt freischalten, wenn man, ich weiß gar nicht, musste man Fusion durchgespielt haben? Ich glaube fast ja. Ja, hier. Ja, wie gesagt, man kann, ich habe es so eigentlich, dass man weiterhin bewegen kann. Und wenn man halt, ja, wie gesagt, ihr seht, hier kann man ins andere etwas sehen. Ich finde den Anzug cool, viele mögen ihn nicht so, aber ich finde ihn cool. Und diese Barb-Variante, das ist hier, was wir jetzt im Moment haben, ist der Varia-Suit. Noch. Ja, jetzt. Ja, die legendäre Türöffnungssequenzgeschichte. Hier, wir. Ja, hier sind wir in der Fregatte. Wir sind jetzt auf einer Piratenfregatte gelandet, die einen Notruf ausgesendet hat. Und Samus will jetzt natürlich erkunden, warum, was los ist. Und jetzt sind wir in einer Luftschleuse. Das heißt, wir müssen einen Druckausgleich herstellen, indem wir das hier scannen. Ja, bei mir ist das jetzt schon alles, ja, ausgegraut, wenn man so will, also hell. Weil ich schon alles gescannt habe und ich glaube, gehört das Tür, nee, das Tür, Normaltürsystem gehört nicht dazu. Ja, hier geht schon los. Das sind natürlich versteckte Ladezonen, weswegen die Tür manchmal nicht aufgehen. Warte mal, wer hier? Nee. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in einem Raumschiff, alles ein bisschen eng und. Aha. Was haben wir denn hier? Eine Kreatur, die übrigens mehrere Stellen zum Scannen hat. Hier zum Beispiel Typus unbekannt, Info hohe Strahlungswerte aufgezeichnet. Hier, da haben wir gerade ein paar Gegner weglaufen sehen. Biologisches Risikomaterial, Faser und Kennzeichnung 0009. R ist das ein R oder ein A? Nein, A, Punkt A. Ziel Beta-Deck, ja, wie gesagt, Piratenfregatte und hier haben wir auch schon einen Piraten oben zu liegen. Typus Weltraumpirat, Status Tod durch Trennung des Rückenmarks, also wohl ziemlich heftig gekillt der Typ und hier liegt noch einer rum. Tod durch schwere Verbrennung am Außenskelett, ja. Ja, und die Kreatur hat noch am Maul einen Scanpunkt. Analyse weist auf stark ausgebildete Muskelpartien hin, die um den Kiefer herum angeordnet sind. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist. Ja, hier. Da ist er. Typus Parasit. Interstellares Ungeziefer sammelt sich in Schwärmen. Für größere Lebensformen stellt der auf Talon 4 beheimatete Parasit allein keine Bedrohung dar. Allerdings neigen Parasiten zur Schwarmbildung, um potenzielle Opfer überwältigen zu können. Solche Schwärme können gefährlich sein werden. Ja, ja, wir können sie einfach erschießen. Ja, ich scanne jetzt nicht jeden Weltraumpiraten, ist jetzt nicht nötig. Ja, hier kann man hier auch noch.
Ja, wieder, man kann hier überall ein bisschen scannen, Zugang zur Rettungskapsel und so weiter. Und wieder, ich habe jetzt wieder schon einen. Schon mal einen. Nee, das ist die Karte. Genommen, wo wir schon alle Scans haben. Datenbank ist plus. Hier Piraten, Shoso, Typisierung, Technologie, Artefakte und so weiter. Das haben wir alles schon drin, weil es könnte ja möglich sein, dass ich irgendwas vergesse, dann haben wir keinen vollständigen Spielstand. Schwache Lebenszeiten gemessen. Außerdem sind große Bissabdrücke erkennbar, ja. Der wird, trotz dass er fast tot ist, aber wird schießen. Das ist ja eine Energiekapsel. Die bringt uns 10, die lilane. Und hier hinten am Schwanz kann man auch noch was scannen. Schwanz besitzt eine maulähnliche Öffnung, die wahrscheinlich zum Gebären dient. Genau. Computer können wir auch scannen. Hier zum Beispiel Zielkoordinaten der Kapseln Talon 4 110L.30L. Zentrales Forschungskommando. Genau. Also hier ist irgendwas vorgefallen und die Kapseln sind runter nach Talon 4 abgeschossen worden. Ah, okay. Hier müssen wir mit dem Schadspiel uns den Weg freispringen. Hier sind wieder diese Parasitentypen. Und die krabbeln jetzt da in so ein Loch. Da sollten wir ihnen mal rein folgen, weil ein essentielles Element des Spiels ist nämlich. Ja, hier können wir scannen. Ein Kartenterminal. Das ist zum Beispiel ein Eintrag, das Datenterminal. Berühren, Hologramm und so weiter, ja. Das ist ein Eintrag in die Datenbank. Wir haben jetzt die Kartendaten für diesen Bereich. Ja, hier ist eine 3D-Karte. Wir können sie kippen und drehen und so weiter. Und wir können uns auf der Karte halt überall. Und jeder Raum hat auch einen Namen. Was ich gut mache, wenn ich eine Liste schreibe mit aller versteckten Items. Und ich habe mir so eine Liste gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sie brauchen werde oder nicht. Aber ich denke, wir werden auch alle so zur Not zusammenkriegen. Ja, hier kann man auch wieder. Aratisera Befall der Belüftungssysteme. Das Beta- und Gamma-Dex festgestellt. Ja, wie gesagt, die gibt es hier überall. Ich werde euch versuchen, alle wichtigen Aufzeichnungen zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber die sind hier orange gehalten. Und die Orangen werden nicht eingetragen ins Datenbank, in die Datenbank. Aber es gibt auch noch welche, die in rot gehalten sind. Die werden eingetragen. Hier ein Aufzug, den man aktiviert, indem man das scannt. Dann kommt ein Hologramm. Und wenn man das berührt, fährt er uns nach unten. Ja, wie gesagt, was ich ja noch sagen wollte, wegen dem Fusion Suit. Im Original konnte man den halt freispielen, den halt das. Ich glaube, man musste Fusion durchgespielt haben und da konnte man halt die Systeme koppeln. Ich weiß nicht, ob man Prime auch durchgespielt haben muss. Das weiß ich jetzt nicht genau. Kann sein. Ja, nur auf einmal kommt man hier halt durch. Hier wird halt alles noch schön gesagt, wie es funktioniert, weil das 3D war ja damals neu. Und da haben wir noch so ein Parasit, der lebt noch. Typus unbekannt, schwache Lebenszeichen vorhanden. Ja, man sieht das Skelett und so. Da gibt es später im dritten Teil übrigens auch noch ein schönes Easter Egg. Da ist dieses Skelett noch auch noch mal zu sehen. Ja, hier ist ein Pirat. Wie ihr seht, das auch schon schwer verletzt. Starke Erinnerung, Verletzung vorhanden und so weiter, ja. Aber der schießt trotzdem noch auf uns. Und auch der Typ wird noch auf uns schießen, solange er noch kann. Ja, hier sind auch Einträge über die Kreatur halt und so weiter. Müssen wir uns jetzt nicht groß mit aufhalten. Wir gehen jetzt mal durch diese Tür. Ja, das Schiff ist noch recht linear. Ah, okay, hier ist ein. Ein
Selbstschussanlage, die kann man abschießen. Ich weiß gar nicht, gab es hier auch irgendwo? Nee, glaub nicht, oder? Ballistisch und... nee. Es gibt teilweise, kann man die Dinger auch abschalten. Irgendwo, nee. Das hier ist ein Raketen. Raketenmunition füllt 3 wieder auf. Die gibt es auch noch für 5 und für 10. Später ja hier. Zum Beispiel. Hier war denn der rote. Hier ist einer dabei. Der hier. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann im Video, aber das Ding ist rot. Also nicht orange, sondern rot. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten werden dekodiert, genau. Eintrag 09.992.3. Cebes ist gefallen. Es ist davon auszugehen, dass das gesamte Bodenpersonal tot ist. Entweder ist es dem metallenen Jäger zum Opfer gefallen oder der anschließenden Zerstörung der unterirdischen Anlagen. Zur Stunde 0 befanden sich unsere Forschungsfregatten Orpheon, Syriacus und Voypragom im Orbit und konnten sich rechtzeitig zurückziehen. Derzeit ist die Fregatte Orpheon am Außenposten Vortex angedockt. Die Überlebensrate der Fracht liegt bei 100%. Alle Metroids sind bester Gesundheit, allerdings mussten die Nahrungsrationen aufgrund der unsicheren Versorgungslage gekürzt werden. Wir sind bereit, die Forschung an den Metroids sowie anderen vielversprechenden Lebensformen aufzunehmen. Es gilt weiterhin Sicherheitsstufe Blau. Nach wie vor gibt es keine Spur vom Jäger. Genau. Der Jäger sind natürlich wir, Samus Aran. Ja, hier sehen wir schon mal einige Kreaturen, die noch auf uns warten werden. Hier ist eine drin, die... Ups, hier ist noch eine... Ja, nicht getroffen. Ja, wenn ein Fahnenkreuz rot ist, dann ist er im Ziel. So, hier haben wir noch einen Aufzug. Und ich glaube, diesen Eintrag kann man später nochmal woanders scannen. Aber ich bin mir nicht sicher, wo das war. Aber ich glaube, die kann man später nochmal woanders scannen, diesen Eintrag. Weil wir auf die Fregatte kommen wir natürlich nicht zurück, wenn wir hier mal erstmal weg sind. Ich glaube, hier... Also hier auf Pirat. Müsste noch einer sein, da. Gibt es hier auch noch so ein Schussteil? Hier gibt es noch einen Pirat. Okay. Hier auch noch einer. Okay. Gehen wir weiter. Ja. Hier ist noch ein Schussteil. Zack, tot. Hier wäre ein Aufzug. Ja, wir können Samus Gesicht sehen. Bei der hellen Explosion spiegelt sie sich kurz in ihrem Visor. Finde ich auch ganz nett. Ja, hier Verriegelungsmechanismus aktiviert. Zum Öffnen der Tür bitte metallene Kugel einsetzen. Ja, ein sehr merkwürdiger Verriegelungsmechanismus, aber ist halt so. Dadurch wird sich jetzt die Tür öffnen, wenn wir hier als Morphball reingehen. Und das Ganze hier nochmal. Oh, hier sind wieder diese scheiß Selbstschussanlagen. So. Aber erstmal wollen wir hier reingehen mit Hilfe des Charge Beams. Ja.
Das sollten wir auch mal scannen, die Speicherstation. Durch Betreten dieses Terminals lässt sich das Spiel speichern und der Energievorrat vollständig wieder auffüllen. Genau. In diesem Spiel füllen uns die Speicherstation die Energie wieder vollständig auf. Bei Fusion, bei manchen auch so, bei den allen, die in dem Schiff und in dem Chosodia-Sektor waren, da war das ja auch so. Ich habe mir immer noch nicht damit zu Ende gekommen mit dieser Verbindung mit Fusion und Prime. Wie gesagt, wenn man. Und es gibt hier nicht umsonst eine Speicherung, weil uns erwartet jetzt unser erster Boss sofort. In dem nächsten Raum schon. Und zwar, wie gesagt, wenn man die verbunden hat, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man beide Spiele durchgespielt haben musste, jeweils konnte man dann auf dem GBA, glaube ich, konnte man auch irgend so eine Art Schieberätsel oder sowas. So eine Art Puzzle oder so freischalten und hier konnte man halt diesen Suit freischalten. Diesen hier halt, diesen Fusion Suit. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ist ja was, Freunde? Wir machen hier mal einen fiesen Cliffhanger. Oh, die geht ja wieder zu. Wir machen jetzt hier mal einen fiesen Cliffhanger. Und beenden hier mal den Part. Und im nächsten Part werden wir uns dem Boss stellen.